Wir fahren nach Island und wollen euch teilhaben lassen an unserem Abenteuer. Ich habe jetzt noch 5 Tage hier auf Island, bis die Fähre geht und anschließend noch eine Woche Färöer Inseln. Wenn ihr wollt, seid ihr auch da dabei. Ich habe jetzt noch 5 Tage, um vom Westen Islands wieder nach Seyðisfjörður im Osten zu kommen, wo mich am Donnerstag die Fähre hoffentlich wieder aufnimmt und auf die Färöer Inseln bringt, wo ich mich dann nochmals eine Woche umschauen will. Zuvor zieht es mich allerdings noch einmal in den Süden. Mein Ziel ist das Hinterland vom Vulkan Eyjafjallajökull, den wir schon von der Südseite über den Skógafoss erkundet hatten. Entlang der Südküste fahre ich bis zum Camp am Seljalandsfoss, von wo ich am nächsten Morgen mit einem Offroad-Bus bis zum Lager Húsadalur gebracht werde. Eine höchst interessante Fahrt. Von hier aus habe ich mir den Tindfjöll Circle, eine nicht allzu anspruchsvolle, dafür aber umso aussichtsreichere Tour ausgesucht. Ich bin mit dem Bus nach Torsmark gefahren. Es ist ein Traum hier. Ein wunderschönes Lager. Ruhig. Die Leute sind wahnsinnig entspannt, hilfsbereit. Und ja, mit dem Bus, das war relativ spannend durch die Flüsse durch. Ich habe da mal reingeschaut. Es ist einfach schön hier drin. Ganz gemütlich mit Teppich und Betten und Stühlen. Also es ist unglaublich, was die hier machen. Stromanschluss, alles da. Sagenhaft.
Seljalandsfoss, an dem mein Campingplatz liegt, besteht aus drei wunderschönen Wasserfällen, die ich am nächsten Morgen in aller Ruhe erkunde, bevor ich mich auf den Weiterweg nach Osten mache. Auf den Tag genau vor 5 Wochen bin ich hier ins Seydisfjordur von der Fähre gefahren. Es hatte Neuschnee, es war kalt und ich hatte es eilig, nach Reykjavik zu kommen, wo Froni mich erwartete. Jetzt ist es warm, zumindest was man auf Island unter warm versteht. Die Sonne scheint und ich habe einen kompletten Tag Zeit, mir diesen wunderschönen Ort und das zugehörigen Fjord anzuschauen. Morgen um 10.30 Uhr verlasse ich mit der Fähre Island. Im Gepäck tolle Eindrücke von einem außergewöhnlichen Land und Reise. Ein paar wenige Wasserfälle, tolle Landschaften, Gletscher, Vulkanwüste, Vulkan und so weiter. Und ich träume davon, wiederzukommen. Ins Hochland zu fahren, wo es geländetaugliche Allradfahrzeuge braucht, vielleicht noch schöne Wanderungen und Bergtouren. Auf Wiedersehen, Island. Vielleicht.